wie du innerhalb einer Woche größer wirst und deine Haltung verbesserst. Alice Robinson aus England probierte verschiedene moderne Techniken aus und schaffte es, innerhalb einer Woche 1,5 cm zu wachsen. Dank der Streckung ihrer Wirbelsäule und der Vergrößerung der Bandscheibenhöhe um 1,2 mm. Die richtige Haltung macht dich noch einmal um 2 bis 3 cm größer. Wir haben außerdem ein paar Styling-Tricks zusammengestellt, mit denen du größer und schlanker wirkst. Aber zuerst lass uns einen Blick auf 8 einfache Methoden werfen, mit denen du deine Körpergröße ganz natürlich steigern kannst. Tatsächlich wächst du sogar, während du schläfst. Wenn du 10 Minuten auf dem Rücken liegst, wächst du bereits um 5 mm. Das hat damit zu tun, dass sich dein Rückgrat im Laufe des Tages zusammenzieht und sich zurückbildet, wenn du dich hinlegst. Indem du gewisse Übungen absolvierst, kannst du deine Größe aufrechterhalten. Aber denk dran, dass erwachsene Menschen, die ihr Wachstum abgeschlossen haben, diejenigen über 25, keine Wunder bewirken werden. Nummer 1. Fahre Fahrrad. Um größer zu werden, während du Fahrrad fährst, stelle deinen Sitz so ein, dass du die Beine strecken musst, um die Pedale zu erreichen. Stelle ihn aber nicht so hoch, weil du sonst deine Gelenke schädigst. Du solltest jeden Tag eine Stunde lang Fahrrad fahren. Idealerweise sollte es pro Tag 20 bis 30 Kilometer sein. Überstrapaziere deine Muskeln aber nicht. Du solltest die Entfernung stückweise erhöhen. Nummer 2. Hänge dich an einen Barren. Das ist eine sehr unkomplizierte Übung. Du musst keine Klimmzüge machen, lass dich einfach an der Stange hängen, so lange wie du kannst und erhöhe die Dauer Stück für Stück. Diese Übung stärkt die Muskeln in Rückgrat und Bauch. 1 bis 2 Minuten am Tag reichen aus, um deine Armmuskeln zu stärken. Nummer 3. Stehe auf deinen Schultern. Strecke in dieser Haltung deine Beine so weit nach oben wie möglich. Es ist wichtig, deinen Körper dabei im richtigen Winkel zu halten, damit du nicht riskierst, dass deine Beine abrupt fallen. Ansonsten kannst du dich leicht verletzen. Sei vorsichtig, während du diese Übung ausführst und wenn möglich, bitte jemanden, dir zu helfen. Nummer 4. Mache die Cobra. Abgesehen von ihren Vorteilen für dein Rückgrat, kann diese Übung auch deinen Rücken, deine Bauchmuskeln, die Rückseite deiner Hüfte und dein Gesäß strecken. Und so führst du sie aus. Lege dich auf den Bauch, Füße zusammen. Beuge deine Ellbogen und stütze dich im geraden Winkel auf deinen Händen auf. Während du einatmest, beuge vorsichtig die Hüfte und drücke deinen Oberkörper nach oben, während du den Kopf hochhältst. Bleibe 30 Sekunden lang in dieser Position, dann senke deinen Körper ab, während du ausatmest. Nummer 5. Versuche während der Beugen deine Beine gerade zu halten und mit deinen Fingern deine Zehen zu berühren. Fang sachte an und erhöhe mit der Zeit die Anzahl und die Tiefe der Beugen. Nummer 6. Springe. Du kannst Seilspringen, Basketball spielen oder einfach auf der Stelle springen. Mit dieser Übung kräftigst du die Knochen und Muskeln und wirst mit der Zeit ein bisschen größer werden. Nummer 7. Mache die Brücke. Diese einfache Übung stärkt den unteren Rücken, während sie gleichzeitig Bauch und Gesäß trainiert. Die Brückenstellung aktiviert außerdem die Kernmuskeln und trainiert sie bis ins Innerste. Nummer 8. Geh schwimmen. Schwimmen steht ganz oben auf der Liste der Übungen, die dich größer machen. Im Wasser ist die Belastung auf Bandscheiben und Knochen um vieles geringer und deine Gelenke werden beweglicher. Daher erhöht Schwimmen ganz leicht die Körpergröße. Es gibt außerdem 2 weitere Faktoren, die deine Größe beeinflussen. Erstens deine Ernährung. Um größer zu werden, solltest du ausreichend Kalzium, Eisen, Vitamin D und andere Elemente und Vitamine aufnehmen, die dein Körper braucht, um zu funktionieren. Zweitens, gesunder Schlaf. Denk daran, dass du auf einem harten Untergrund schlafen solltest. Am besten entscheidest du dich für eine orthopädische Matratze und ein passendes Kissen. Das alles wird dir helfen, ein wenig zu wachsen und deine Haltung zu perfektionieren.
Wir gehen mal davon aus, dass es kaum jemanden gibt, der keinen guten Stil haben möchte. Aber leider passen nicht alle Modetrends zu jeder Größe und Figur. Deshalb sehen trendige Kleidungsstücke an manchen Frauen aus, als wären sie nur für sie gemacht, während andere sich in den gleichen Teilen buchstäblich gekürzt vorkommen. Werfen wir einen genaueren Blick auf 6 einfache Tricks, mit denen du schlanker und größer wirkst. Nummer 1. Entscheide dich für die richtigen Schuhe und Accessoires. Die einfachste Methode, größer zu wirken, sind High Heels. Auch die Farbe deiner Schuhe ist sehr wichtig. Neutral gefärbtes Schuhwerk verlängert deine Beine, während schwarze Schuhe, besonders solche mit hohem Schnürwerk, sie kürzer machen. Du solltest außerdem keine Accessoires tragen, die dich in einer waagerechten Linie teilen, wie die zurzeit angesagten Halsreifen. Damit sieht dein Hals dicker aus und dein ganzer Körper ein wenig untersetzt. Nummer 2. Vorsicht bei gestreiften Mustern. Du solltest nicht die zurzeit trendigsten Streifenkleider tragen, ohne genau darüber nachzudenken. Waagerechte Linien fügen Gewicht hinzu und die Kombination mit einem knielangen Rock lässt sich 2-3 cm kleiner aussehen. Ein gestreiftes Top in Verbindung mit einem Midi-Rock wird deine Erscheinung hingegen strecken. Nummer 3. Suche Jeans und Taschen passend zu deiner Größe aus. Wenn du etwas kleiner bist und gekürzte Jeans trägst, werden sie dich noch kleiner aussehen lassen. Kombiniere solche Jeans mit High Heels und einem bauchfreien Oberteil. Hüfthohe Jeans helfen ebenfalls dabei, dich größer aussehen zu lassen. Senkrechte Linien erhöhen die Wirkung und verlängern zum Beispiel deine Beine. Achte auf die Größe deiner Tasche. Die beste Option für zierliche Damen ist eine kleine Tasche mit höchstens 25 cm in der Breite. Mit einer modischen Einkaufstasche wirkst du schwerer. Nummer 4. Probiere Palazzo-Hosen an. Palazzo-Hosen sind eine hervorragende Methode, um High Heels oder Plateauschuhe zu verbergen. Sie lassen deine Beine um vieles länger aussehen. Entscheide dich für ruhige und schlichte einfarbige Styles. Die Kombo gekürztes Top mit hüfthoher Hose ist bereits seit mehreren Saisons sehr angesagt. Dieser Trick wird die Proportionen deiner oberen und unteren Körperhälfte erhalten und deine Beine optisch verlängern. Wenn du gern einen Sweater oder eine Bluse tragen willst, kombiniere sie mit einem schmalen Gürtel oder steck sie in die Hosen. Nummer 5. Vergiss nicht den Bleistiftrock. Bleistiftröcke verdienen besondere Aufmerksamkeit. Sie lassen dich um vieles schlanker und größer aussehen. Wenn du kein kurzes Oberteil hast, wird ein weißes Hemd oder eine Bluse Wunder wirken. Habe immer eines davon griffbereit. Beides solltest du in den Rock stecken. Mit diesem Trick siehst du merklich schlanker aus. Nummer 6. Trage T-Shirt-Kleider richtig. Ein T-Shirt-Kleid besitzt ein spannendes Design und funktioniert fast mit jeder Figur. Kleinere Mädchen sehen darin aber oftmals ungeschickt aus, als ob das Kleid für eine größere Person gemacht worden wäre. Es kann deine Hüfte außerdem zusätzlich Breite verleihen. Das kannst du allerdings ganz einfach korrigieren. Trage einfach einen Gürtel dazu und rolle die Ärmel hoch. Die perfekte Ärmellänge für kleine Frauen ist 3/4. Trage außerdem ein einfarbiges T-Shirt-Kleid. Wenn dir unser Video gefallen hat, zeig es mit dem Daumen nach oben. Klicke außerdem auf Abonnieren, wenn du auf der Sonnenseite des Lebens bleiben willst.